Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch, beziehungsweise für Raid am Mittwoch am Donnerstag, denn es ist so viel los momentan, ich weiß überhaupt nicht, wann ich alles immer hochladen soll. Ich habe momentan so viel Content und Videos vorbereitet und das überlappt sich alles, weil immerzu gibt es was Neues. Gestern habe ich gedacht, mache ich erstmal das mit den Kapiteln noch, dann wollte ich heute eigentlich vielleicht Kapitel 5 und 6 hochladen. Jetzt gibt es aber nachmittags einfach die Raid am Mittwoch-Folge, nicht dass sie am Freitag kommt, Kapitel 6 von der Forschung mit dem Fazit. Mache ich dann also morgen am Freitag und damit es nicht so wenig ist, gibt es dann abend noch ein zweites Video. Heute also zwei Videos, morgen zwei Videos mit der Ausbeute vom Rocket-Event, weil das ja auch dann komplett um ist. Jetzt aber wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche beim Fischi mit einem 100%igen Mankey, wie ihr hier seht. Angriff 15, Verteidigung 15, KP 15. Dann der Robby ist okay, hat einen Pandimos gefangen, als Shiny natürlich. Und guckt euch mal das Level an, richtig krasses Level. Der Bogen, der ist so weit oben, also das dürfte eigentlich ein Level 35er sein, wenn er Level 38 oder 40 ist. Kann auch sein, er ist Level 10 und das ist oben und es ist erstmal Level 9, das Pokémon. Ist ja immer so unterschiedlich. Dann habe ich beim Fischi letzte Woche vergessen, da war er mir ganz böse. Der hat ein bisschen gepostet, das ist aber in diesem Regi-Event untergegangen. Nummer 1 aus Litauen, ein Shiny Alola Mauzi, was er dann entwickelt hat zu Shiny Alola Snobillicat. Passt jetzt auch natürlich wieder zum Rocket-Event noch. Dann Nummer 2 vom Friedhof, da hat er noch ein Shiny Magnetilo bekommen. Und Nummer 3 vom Theater, das war nämlich mitten in der kolossalen, in dem Forschungsevent mit den Regis, noch ein Shiny Regieis. Und das hat sogar richtig gute IV, wie man sieht. Angriff auf 15, Verteidigung auf 15, das hätte ich zum Beispiel hochgezogen. KP auf 13, müsste also ein 96er sein. Dann auch noch der Fischi, vorhin auch noch gefangen, ein 0% Quiegel. Ihr wisst, die sind seltener als 100%ige, weil die könnt ihr einfach nur wild fangen. Die könnt ihr nicht durch einen Tausch oder aus einem Ei gebrütet oder aus einem Raid bekommen. Die könnt ihr wirklich nur fangen. Ansonsten 100er gibt es ja wirklich überall die Möglichkeit, was nicht heißt, dass ihr überall 100er hinterhergeschmissen bekommt. Pokémone mit einem Shiny Snubbull, dann bin ich mit Mäusekind aufgestiegen zu Glücksfreunden, habe mir dann auch das Shiny Regieis rübergetauscht. Ich fange immer bei meinem 1 und warte für den Lucky Dex Eintrag der Legendären, bis sie als Shiny released sind und ich es mir von einem Zweithandy als Shucky Liney, als Lucky Shiny rübertauschen kann. Beim typisch Andy habe ich das mit dem Regirock gemacht, jetzt beim Mäusekind mit dem Regieis. Jetzt brauche ich nur noch einen Account, mit dem ich Glücksfreunde werde, wo das Regi-Steel-Shiny drauf ist, denn das ist das Einzige, was jetzt noch fehlt von den Regis auf jeden Fall. Dann der Bockwurst-King, jetzt steht wieder Bockwurst-King da, nicht eigene Nummer, keine Ahnung, das Handy macht einfach immer, was es will. Hat einfach mal ein wildes Aquana gefangen, in der Nähe von Sigmundsburg, richtig genial, hat man auch nicht so oft. Vielleicht hört ihr meine Stimme, ich höre mich auf jeden Fall richtig mies an. Außerdem der Bockwurst-King noch mit einem Shiny Zubat, was ich ja eigentlich auch mal entwickeln müsste. Vielleicht mache ich das alles in einem Abschluss-Event, wenn es dann um Smogon, um Rattan, um Mauzi geht. Vielleicht geht es nämlich dann auch um Zubat. Dann wird das eine richtig krasse Shiny-Entwicklungsfolge. Dann der Brain. Ramon ist echt überall zu finden, aber ist ja normal, wenn man letzte Kryptowelle Pokémon Go eingibt und ich immer Videos gemacht habe. Erste Kryptowelle und Familie komplett, zweite, dritte, vierte gab es mittlerweile, nee, vierte. Die vierte ist mir aufgefallen, letztens, ich habe noch gesucht, ich müsste eigentlich auch noch mal ein Video machen, die vierte Kryptowelle komplett mit Familie, da alles entwickeln und sogar jetzt noch die fünfte, weil ja bei dem Rocket Event wieder neue Sachen veröffentlicht wurden, die man haben konnte. Die vierte und die fünfte habe ich also auch komplett mit Familie. Muss das auch alles in einem Video noch mal machen und entwickeln, aber es ist immer zu was anderes los. Pokefreak Red hat hier sein Shiny Glücks Mewtwo hochgezogen auf 4117. Die IV weiß ich leider jetzt nicht. Psychoklinge, Psychostoß mit Spukball wäre das natürlich noch genialer gewesen, aber
Ich habe auch ein Shiny Glücks Mewtwo, könnte ich ja mal bei einem Max Out Monday hochziehen, aber bisher habe ich noch nie mitgemacht beim Max Out Monday, weil ich immer komplett andere Themen habe. Sonst wüsste ich ja, Mittwoch mache ich immer Raider Mittwoch, Montag pushe ich einfach ein Pokémon, sonst was, aber ich habe immer zu so viele andere Sachen, dass ich gar nicht dazu komme, auf die aktuellen Trends mit aufzuspringen und da einfach nur so, heute pushe ich nur ein Pokémon. Dann der Gro hat uns hier ein Bild geschickt. Der hat also einen Schuppet erlöst und es ist natürlich ein 100%iges erlöstes Schuppet geworden auf Level 25 und er hat auch seine Sammlung hinterher geschickt und schaut mal, der hat auch schon so ein 100er Barnett, der hat ein Shiny Barnett und wie viele Shiny Schuppets der einfach hat. Ich habe ein einziges, glaube ich, und selbst das habe ich mir damals nur getauscht. Er reißt hier einfach mal ab und Alter, was für eine Sammlung. Wer einen Shiny Schuppet von dir möchte, schreibt es mal in die Kommentare, der gibt bestimmt gerne eins ab. Dann der Kai Barnd mit einem 100%igen Kobalium. Haben wir ja letztens auch gehabt, dass am Dienstag ist das Kobalium rausgekommen, am Mittwoch war Raid-Stunde und der Flo war das, glaube ich, hat direkt im zweiten Kobalium-Raid, den er gemacht hat, in der Raid-Stunde direkt einen 100er gekriegt, also bam. Kai Barnd auch hier mit einem 100er, richtig genial. Würde ich auch hochziehen, kommt ja auf 3000 knapp. Aber ich habe nicht so ein gutes. Ich glaube, ich habe einen 96er und das war's. Und da haben wir das gute Stück auch. Schickt uns hier der Robby mit einem Shiny Nagelotz. Der Nebel zeigt uns ein paar Pokémon-Tassen, die alle immer mit irgendeinem Kaffee- oder Teespruch als Namen versehen sind. Tioxys statt Dioxys. Tiwi statt Iwi. Und ihr könnt ja mal gucken, euch das Bild in Ruhe anschauen, was ist euer Liebling. Mir fällt auf jeden Fall ganz unten links die schwarze Nebulak-Tasse auf. Die finde ich auf jeden Fall richtig genial. Natürlich sind viele süße Bilder dabei, coole Bilder, witzige Bilder, aber die schwarze da unten, das wäre mein Favorit, die würde ich mir gönnen, so schwarz wie meine Seele. Ganz nett, was einem das Go Plus beschert, schreibt uns hier der Hoffi. Der hat nämlich einen Shiny Natu geklickert. Dann der Bockwurst King, echt jetzt? Rocket Radar, was auch ein Thema war, das ist natürlich im In-Game-Shop aufgetaucht. Dann war es wieder weg, dann war es wieder da und jetzt heißt es offiziell, sobald ihr einmal die Teile für das Rocket Radar gesammelt habt und das zusammengebaut habt, könnt ihr es ab dem Moment dann auch im Shop erwerben und müsst nicht jedes Mal neu sammeln. Ihr müsst es aber mindestens einmal gesammelt haben und zusammengefügt, dass das im Shop erscheint. Wer also keins bei sich drin hat, der muss erstmal wirklich selbst eins finden und basteln. Bei allen anderen müsste das dann auch aufgetaucht sein. Aber die 200 würde ich mir sparen, da würde ich mir lieber zwei Raid-Pässe davon holen, denn das Rocket Radar 6 Rübel besiegen, kommt man ja eigentlich relativ fix ran, dauert auch nicht so ewig, macht eigentlich auch Spaß, muss ich sagen. Dann der Kenny mit einem 100%igen Yorklef, muss man die ganzen Namen hier immer zukommen, neue Pokémon rein, der Cassiopeia mit einem 100%igen Pipi, was er zum Pixie entwickelt hat. Ist das ein erlöstes? Nein, das gibt's nämlich gar nicht als Krypto-Pokémon. Aber auf jeden Fall Level 27 steht ja auch dran. Daran hätte man das erkennen können. Aber Glückwunsch ist auch ein richtig krasses Pokémon. Der Bockwurst King mit einem Vegemug getradet. Ihr seht ja, er hat 0 Bonbons. Wenn das gefangen wäre, dann hätte er ja mindestens 3 Bonbons oder 6 Bonbons. Aber getradet oder er ist so schlau, hat es selber gefangen und hat dann einfach Push drauf gegeben, dass die Bonbons wechseln. Und jetzt kann man immer noch behaupten, ja, das habe ich mir getradet von meinem koreanischen Bruder. Wo ist Vegemug eigentlich? Auf welchem Erdteil der Erde? Schreibt es mal in die Kommentare, auf welchen Hemisphären oder Kontinenten man das Vegemug findet. Der Kenny hier mit einem Shiny Fritzel Blitz läuft. Schreibt er hier, war wahrscheinlich der richtige Account diesmal. Dann, normal hätte ich das gar nicht mit reingenommen, weil es nur ein 98er ist vom Robby. Ärgerlich. Aber ich fand es so genial, weil ärgerlich, 98er und direkt hinterher der Bockwurst King. Schade, ne? Auch ein 98er. Hier also ein Fragosso, hier ein Alola Raffratz. Das war genial. Der Gefahr zeigt uns hier auch ein 98er, aber ein 98er Krypto Porygon. Und ihr wisst, wenn ihr das erlöst, dann wird es natürlich auch ein 100%iges, obwohl ein 98er.
gut, damit macht man ja nichts. Ich meine, niedriges Level, schlechte Werte, also bei den Attacken und so Zeugs. Dann lieber erlösen, ein fettes Porygon nehmen, zu Porygon Z entwickeln. Das korrigiert ja auch relativ hohe WP, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel meins hat. Auf jeden Fall sehen wir hier ein weiteres erlöstes Krypto-Pokémon, nämlich das Wohin genau vom Xtreme, was auch jetzt 100% hat auf Level 25. Ein weibliches, wie man an dem Lippenstift erkennt. Dann der Juli hat hier ein 100% Stalobor entwickelt. Auch richtig krasses Level auf jeden Fall. Obwohl der ist, glaube ich, der ist auf jeden Fall nicht Level 40. Bei dem kann es also sein, dass das Pokémon gerade mal Level 20 hat, aber es eben so voll aussieht, weil er nicht so ein krasses Level hat. Wenn du das siehst, Juli, schreib mal unten rein, wie hoch ist dein Level? Ich will nichts Falsches sagen. Mitzenmann hier mit einem Shiny Mauzi. Dann Pupsi, die hat hier extra bei McDonald's, gibt es jetzt diese Spielzeuge, wo man eine Sammelkarte dazu bekommt und so einen Pokéball, wo auch so ein Chip drin ist, den man verschießen kann. Gibt es verschiedene Farben, verschiedene Ausführungen. 6 verschiedene gibt es auf jeden Fall. Wenn ihr möchtet, dass der Ramses mal zu McDonald's fährt und sich 6 Happy Meal gönnt, damit er alle 6 Pokébälle hat und alle Sammelkarten und alle Chips in allen Farben, dann schreibt es mal in die Kommentare einfach nur, Ramses, gönn dir. Dann geht der Ramses los und holt sich bei McDonald's 6 Happy Meals. Also einfach nur, reicht, wenn das einer schreibt. Ich will jetzt hier nicht bei 10.000 Likes mache ich das. Nein, sobald einer reinschreibt, Ramses, gönn dir, gehe ich zu McDonald's und hol mir 6 Happy Meals, damit ich alle Spielzeuge habe. Dann das nächste, Shiny Mauzi vom Hoffi, wieder mal. Der räumt auch immer gut ab. Ihr seht, weil es so gut läuft, hiervon auch endlich mein erstes bekommen. Hat er sogar noch ein Shiny Smogon bekommen. Und er hat das ganze Team voll gemacht, was ihr später noch seht. Was ist nur los vom Robby mit einem Shiny Roselia? Ein Ash Ketchup. Gestern aus dem Rocket Stop ein erlöstes, 100%iges Bisa Knosp. Auch richtig genial. Vielleicht, wenn da nochmal so ein Community Day kommt, wo man eine Spezialattacke erlernen kann, die vom Sea Day, die vergangene, vielleicht könnte er das dann noch entwickeln zum Bisa Floa. Madachan. Dadurch forstet man seine ausgebrüteten Mons und dann das, ein 100%iges Weilmar. Danach habe ich ja damals ewig gesucht, weil ich Weilmar einfach so genial fand als Pokémon. Pokefreak Red, nächstes unnütze Luggy und mein Kommentar dazu gleich wegwerfen. Er hat gemeint, er braucht das aber noch, weil er hat jetzt erst die Familie voll, weil er ein zweites Natu gebraucht hat. Ich habe, wenn ich ein Luggy Natu bekommen hätte, das war für mich trotzdem, als hätte ich kein Shiny Natu bekommen, weil es eben Lucky war. Und dann wäre meine Aufgabe gewesen, trotzdem noch eins zu suchen. Für mich sind also Lucky Shinies, die nicht legendär sind, brauche ich nicht, unnütz, muss ich weiter sammeln, weil es kommt doch auf die Farbe an. Und ihr seht, das ist hier ein bisschen blass, der Hintergrund, der lenkt wieder total ab. Also, Pokéfreak, geh raus, such dir noch ein Shiny Natu. Glückwunsch, und aber trotzdem Glückwunsch dafür erstmal, aber viel Glück auf der Suche nach einem weiteren. Wolle der Teufel auch hier mit einem Shiny Jurob. Und jetzt der Hoffi nochmal, was ich meine, dass der die Familie zusammen hat, das eben auch mal gegönnt, alles komplett, denn jetzt hat er also das Mauzi, das Smogon und das Rattan im Event bekommen, von jedem mindestens 1. Das ist doch eine gute Ausbeute. Der Deverus, gerade aus dem Raid bekommen, mit einem 100%igen Smogon, macht ja auch immer Smogon-Raids, schreibt's mal in die Kommentare. Kenny, blöd, wenn man auf Shiny Mauzi-Jagd ist und ein Shiny Mankey bekommt, ne? Ist doch aber auch eine coole Sache, diese grüne Bauchnabel-Fussel da. Mankey nimmt man auch immer gerne mal mit. Pokéfreak Red mit einem 100% erlösten Satzenia, auch richtig genial. Ich guck bei mir die V meistens gar nicht an, ob man das dann erlöst oder nicht oder wie auch immer. Oh, dann ein Bild vom Mystic Dragon aus der Deutschland Telegram Gruppe, also ist nicht von seinem Account selber. Auf jeden Fall 0 Sternenstaub. Das müsste eigentlich der Schocker der Woche sein. Wie kann man bitte schön 0 Sternenstaub haben und den so einsetzen, dass man genau auf die 0 kommt? Das ist auf jeden Fall richtig krass. Ich fühle mit dir, Bruder, unbekannter Bruder aus der Deutschland Telegram Gruppe. Dann, vorhin hatten wir das Veggie-Mark, jetzt haben wir das Soda-Mark vom Bockwurst-King. Jetzt steht wieder eigene Nummer da. Das soll man noch verstehen. Aber auf jeden Fall auch getauscht, denn 0 Bonbons, außer er hat es gefangen und hat dann einfach einen Busch draufgegeben, dass die Bonbons weg sind. Das glaube ich aber nicht. Das wäre ja Verschwendung von Sternenstaub.
Dann der Robby und noch eins mit einem Shiny Radfratz, was auch gut passt zum Rocket Event. Kotbrot mit einem 100%ig erlösten Visa Sam. Dann haben wir einen neuen Stop bekommen, aber nicht den, den hatten wir nämlich schon. Den haben wir nämlich hier dazu bekommen. Fällt euch was auf? Werra Obermain Radweg, der war alt. Und ein neues Stop, Werra Obermain Radweg. Jetzt gucke ich mir die Karte an und denke, okay, das ist tagsüber, das ist abends. Das ist von rechts fotografiert, das ist von links fotografiert. Es ist aber auf jeden Fall genau das gleiche Bild, genau der gleiche Stop. Nur einmal steht er am Arsch der Welt und dann einmal am Sack der Welt. Also so kann man es natürlich auch machen. Wenn man nicht ist wie Ramses, der hingeht und das fotografiert, was da steht und es da einreicht und es abgelehnt wird, weil die Leute nicht gönnen, die reichen lieber Sachen ein, die gibt's da gar nicht und die werden einfach irgendwo hingecheatet, damit jeder seinen eigenen Homestop bekommt oder sonst was oder die Stadt befüllt ist, wenn man abends seine Stadtrunden fährt. Kann man mal machen. Eigentlich ist ja sowieso jeder Stop, der zusätzlich kommt, eine Bereicherung, egal für wen und für jeden, deswegen leben und leben lassen. Finde ich deshalb auch dumm, wenn man von bestimmten Leuten extra versucht, Sachen abzulehnen, weil man die nicht leiden kann. Weil eigentlich jeder Stop, der dazukommt, bringt ja für jeden was. Dann hat mich der Zaggy eingeladen zu einem X-Raid am 19. November nach Dresden, Sachsen, 12.30 Uhr. Und da ist auch schon das Regi-Gigas drin. Gibt's also kein Mewtwo mit Spukball mehr, sondern Regi-Gigas. Wer also die Forschung nicht mitgemacht hat, wird am 19. sein erstes Regi-Gigas bekommen, wenn es fängt und nach Dresden, Sachsen kommt. Dann vom Pokefreak Red, der frühe Pokémon Go Spieler, fängt das Shiny mit einem Shiny Alola Radfratz noch dazu. Dann habe ich in der Aufgabe, in dem Video habe ich das glaube ich auch gezeigt, bei den 15 Erlösten auch ein 100%iges Zubat erlöst. Da hatte ich auch mal Glück. Dann der Tobi mit seinem Shiny Mauzi, wie fröhlich das hier rumhüpft und winkt für die Kamera. Im Hagebaumarkt habe ich dann gesehen, da gab es Insektenhotels zu kaufen. Im Hagebaumarkt kann man sich Pokestops für zu Hause kaufen. Wäre es euch das wert, 37,95 ausgeben, ein Insektenhotel kaufen, bei euch im Garten stellen, Bild machen und als Insektenhotel einreichen? In letzter Zeit sind so viele Insektenhotels hier dazugekommen, das lädt ja schon wieder zum Cheaten ein. Dann Madachan, heute aus dem Ei geschlüpft, noch mit einem Shiny Pichu, Terrorzicke. Er wollte nicht in der Kälte stehen, da habe ich ihn mitgenommen, Shiny Traumado. Der Fischi, am Samstag aus einer Aufgabe bekommen, schade, dass es kein 100er war. Ein 98er Keibel ist doch aber fast so gut wie ein 100er, vor allem da Angriff und Verteidigung auf 15 sind. Würde ich trotzdem entwickeln, würde ich hochziehen, würde ich komplett reinschlotzen. Dann haben wir wieder einen neuen Stop bekommen, irgendeinen Salamander in der Wand. Bobserop hat einen Shiny Knospi gebrütet, der Bockwurst King, aka eigene Nummer, mit einem Shiny Tansa. Annika hat im Durchbruchritz einen Shiny Kyoke gehabt. Richtig genial, ich habe immer noch keinen Shiny aus einem Feldforschungsdurchbruch bekommen. Stefan Landei, da darf No Gym leider nicht mitspielen. Der hat denn das Maximum hier erreicht? 20 Verteidiger in der Arena. Ihr wisst, danach kommen die Meldung. Du hast die maximale Anzahl von Pokémon-Arenen zugewiesen. Ihr könnt also nur 20 Pokémon in Arenen setzen, 20 Arenen besetzen. Dann ist erstmal Schicht im Schacht und ihr müsst warten, bis ihr irgendwo rausfliegt. So, die 9000 Bonbons geknackt beim Evoli, schreibt hier der Brain. Wie viele Evoli-Bonbons habt ihr momentan? Ich bin mir sicher, dass ich mehr als 9000 habe. Ich mag aber jetzt auch nicht nachgucken, wenn man bedenkt, früher hat man so auf Evoli, man ist auf Evoli-Jagd gegangen, man musste sich die entwickeln, man hat Aquana genommen für alles. Das war das beste Pokémon damals zu den Anfangszeiten. Jedes Bonbon war wertvoll. Dann irgendwann hat man begonnen, weil man so viele Evoli-Bonbons hatte, dass man Entwicklungssessions mit Evoli macht. Und jetzt mittlerweile ist Evoli, weiß ich nicht, da werden die Bonbons gehortet, gesammelt, dann macht man Competitions und sagt, ich habe 9000 Bonbons, ich habe 10.000 Bonbons, ich habe 100.000 Bonbons. Es gibt sowas wie Entwicklungssessions, gibt es irgendwie gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Entwicklungssession gemacht habe, für Levelaufstiege oder sonst was, ist bestimmt schon acht halbe Jahre ist es schon her, dass ich mal eine Entwicklungssession gemacht habe mit Evoli, Taubsi, Radfratz, dem ganzen Gedöns. Jetzt gibt es ja nicht mehr so viele Taubsis.
Jetzt gibt es aber wieder viele Ebolis und da kann man natürlich noch ein paar Bonbons farmen. Wie viele Eboli-Bonbons habt ihr? Schreibt's mal in die Kommentare. Dann habe ich meinen Krypto Arctos gefangen und den Giovanni besiegt. Das habt ihr ja heute im Kapitel 5 gesehen, was ich tagsüber hochgeladen habe. Morgen also Kapitel 6 und Fazit über die Forschung und ein Entwicklungsvideo mit Shinies vom Event, was da alles so passiert ist, die Ausbeute davon. Ach ja, sowas mal wieder auf dem Hauptaccount. Das wäre eine Sache, der Kenny mit einem 100%igen Nagelotz. Leider eben wieder nur auf dem zweiten Account. Und der Kenny mit einem Shiny Mauzi, was aber sicherlich auf dem richtigen Account ist, sonst würde er sich nicht so freuen. Dann wieder ein 98%iges erlöstes Mauzi bei Mitchell. Schade. Also die haben es heute mit ihren 98er Pokémon. Dann vom Bockwurst King, ja von wem auch sonst, der hat seinen Pinsir einfach mal Penis genannt. Dein Penis ist riesig. Da kann er sich jetzt aber freuen. Wir gehen einfach weiter zum nächsten. Der Gefer hat noch eine Shiny Togepi ausgebrütet. Pokefreak Red mit einem Shiny Mauzi. War das jetzt sein zweites schon? Ich weiß, ich verliere langsam den Überblick. Da hat der Klicker ja wieder ganze Arbeit geleistet, auch beim Kenny. Denn der hat auch einen Smogon und Rattan jeweils als Shiny bekommen. Mauzi hat er ja auch, hat also auch von jedem was mitbekommen. Das ist das letzte Bild für heute erstmal. Der Konstin Rocketdorf, Team Go Rocket, ist in Ufeld angekommen und rocken die JVA. Was ich komisch fand, da ist es einfach dunkel und sieht brutal aus, aber ich habe das von vielen gehört, wenn die Aufgabe gelöst haben, je näher die Giovanni kam oder so, dass dann der ganze Bildschirm so düster und brutal wurde und die Welt eingetaucht in Schatten, aber warum war das bei mir nicht? Ich bin da hingelaufen, alles sah normal aus. Gut, das waren die Highlights der Woche. Jetzt haben wir noch den Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal vom Alex Hoffi. Der ist schon 100 Jahre alt, der Schocker. Den kann ich aber jetzt erst reinbringen. Nimm zwei. Der hat nämlich einfach mal zwei 100%ige Riolu gebrütet. Richtig genial. Und viele Leute haben jetzt natürlich gesagt, bei den Rocket Stops und bei den Bossen, sie nehmen immer, also Lucario, die Weiterentwicklung, sie nehmen Lucario mit Steigerungshieb. Die können so schnell dann die Attacke einsetzen, das füllt so schnell die Attacke, du kannst so schnell die Schilde rauslocken und mit Angriff ist es natürlich, also wegen Kampf, ist es natürlich sehr effektiv auch gegen die meisten Viecher. Ich habe dann mal geguckt, mein bestes Riolu hatte 87%. Das wollte ich nicht entwickeln und hochziehen, das war mir zu schade, aber ein 100%iges hätte ich sofort gemaxt, sofort entwickelt und gemaxt. Das ist auf jeden Fall richtig genial und er hat sogar zwei davon, das heißt, er kann ein Riolu und ein Lucario als 100%iges in seine Sammlung aufnehmen. Das, weil es eben gepasst hat zu den Rocket Stops und dem ganzen anderen Zeugs und weil es schon ewig rumliegt, da hat er nämlich noch bei irgendwo geschickt, jetzt schickt er immer bei woanders. Falls euch aufgefallen ist, auf jeden Fall Grüße gehen raus an Alex Hoffi. Richtig krasse Sache, da bin ich neidisch. Ich hätte auch gerne ein 100%iges Riolu. Aber vielleicht die nächsten Glückstrades, die ich so mache, mache ich einfach mit Riolu, weil davon möchte ich wirklich ein gutes haben. Was dann natürlich auch günstiger ist. Das war es aber jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst haben und am Ende auch wieder den Schocker der Woche. Schickt uns weiter fleißig Bilder, sonst was, wie auch immer. Wenn was Krasses dabei ist, was Cooles, was man auch zeigen kann, wo man drüber reden kann, nehmen wir das natürlich mit rein. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.